Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag über die Erforschung des magnetischen Sonnenwindes, der aus der sehr heißen und turbulent verwirbelten äußeren Atmosphäre der Korona der Sonne ausströmt. Er bestimmt in unserem Sonnensystem, in der sogenannten Heliosphäre, das Weltraumwetter. Zwei Satelliten sind im August 2018 bzw. 2020 gestartet, um ganz nah an die Sonne zu fliegen und diesen Sonnenwind im Detail zu erforschen. Das war 12. August 2018. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. Dieses 1,5 Milliarden teure Projekt ist ein NASA-Projekt. Von der ESA stammt dieses Projekt, der Start von Solar Orbiter. Beide Satelliten wollen nah an die Sonne heran. Und man sieht hier auf dieser Abbildung, dass sie sich auf elliptischen Bahnen in die Gegend der Sonne bewegen und dort die Details des Plasma, der geladenen Materie und der Magnetfelder zu studieren. Drei Filme übereinander gelagert zeigen, wie der Sonnenwind in Richtung Venus und schließlich zur Erde fliegt. Das war die Stereo-Mission der NASA. Man sieht, dass dieser Wind stetig ist, aber auch turbulent, verwirbelt und wie der Sonnenwind mit die Dichte des Sonnenwindes sich in der Gegend der Erde verändert. Es geht um die Erde, es geht auch um die Sonne. Gravierender Unterschied: die Anziehungskraft der Erde ist viel geringer als die der Sonne. Sie ist 28 Mal geringer. Wir haben 9,81 Meter pro Sekunde ins Quadrat und auf der Sonne sind es 2,474 Meter pro Sekunde ins Quadrat, die Beschleunigung. Das heißt, man kann berechnen, mit welcher Geschwindigkeit ein Teilchen von der Erde und von der Sonne wegfliegen soll. Das ist die Fluchtgeschwindigkeit. Ganz rechts sieht man, die Fluchtgeschwindigkeit von der Sonne ist 617,4 Kilometer pro Sekunde muss das Ding schnell fliegen. Das ist natürlich ein Problem. Wie kann denn der Sonnenwind dann von der Sonne entkommen? Und dafür sind ganz eindeutig elektrostatische Felder verantwortlich, die gegen die Gravitationskraft wirken. Und das Ganze wird moderiert und entscheidend mit beeinflusst durch die Magnetfelder. Die gleiche Frage könnte man stellen: Wie kommt denn eine Rakete von der Erde zur Sonne hin, so ganz nah an die Sonne hin, weil sie bewegt sich eigentlich mit der Erde im Orbit weit entfernt von der Sonne? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man braucht eine sehr starke Rakete mit großem Schub und man braucht zum Zweiten einen anderen Planeten. Wenn dieser Satellit dort rumfliegt, verliert er an Schwung, gibt den Schwung an den Planeten sozusagen ab und kommt dann näher an die Sonne heran. Die Sonne ist ein sehr heißer Stern. Rechts eine Aufnahme im ultravioletten Licht, überlagert mehrere Aufnahmen. Links sieht man, wie der Sonnenwind aussieht. Es gibt viele Fragen an den Sonnenwind. Was ist eigentlich der Sonnenwind? Welche Auswirkungen hat er eigentlich auf uns Menschen? Wie ist eigentlich die Geschichte der Entdeckung? Welche Auswirkungen hat er auf die Magnetosphären, die Ionosphären der Planeten? Wie ist das Weltraumwetter eigentlich in unserem Umfeld? Und welche Auswirkungen hat er auf unser Leben? Was sind seine charakteristischen Eigenschaften? Welche physikalischen Prozesse treiben ihn eigentlich? Wie wird die Sonnenatmosphäre aufgeheizt, der Wind beschleunigt? Welches besondere Interesse haben wir eigentlich daran, das Ganze zu erforschen? Und was tun wir mit welchen Methoden? Viele Fragen, die unbeantwortet sind und Rätsel müssen gelöst werden. Ich möchte etwas Historisches erzählen. Ich möchte Ihnen die magnetische aktive Sonne kurz vorstellen, erklären, was mit der Corona-Heizung gemeint ist und mit der Beschleunigung des Sonnenwindes, welche Auswirkungen das Ganze auf die Heliosphäre hat, also die Umgebung unserer Sonne, welche Rolle Parker Solar Probe und Solar Orbiter spielen und welche neuen Erkenntnisse sie in den letzten Wochen gewonnen haben. Etwas Historisches dazu: Erkenntnis über den Sonnenwind.
Edward Sabine 1852 hat gemerkt, dass das, was auf der Sonne passiert, hängt mit dem was auf der Erde passiert ist. Humboldt hat ihm da geholfen und seine Frau. Seine Frau hat das Buch von Humboldt übersetzt und da hat er gemerkt, huch, was auf der Sonne passiert, passiert irgendwo auf der Erde auch. Dann 1859 war es Carrington, der einen Ausbruch auf der Sonne beobachtet hat und gemessen hat anschließend, dass sich die irdischen Magnetfelder dramatisch in Sturmform verändert haben. Schließlich war es Birkeland 1895, der mit seinem berühmten Terella-Erdexperiment sozusagen nachweisen konnte, dass möglicherweise Elektronenströme zum Beispiel die Polarlichter machen. Und Alfvén bekam den Nobelpreis dafür, dass er die Plasmaphysik, die Physik der geladenen Materie erklärte mit der magnetohydrodynamischen Theorie und er hat Plasmawellen entdeckt, die ganz wichtig sind für die Beschleunigung und Aufheizung. Biermann war schließlich, der gesagt hat, diese Kometenschweife, das kann nur klappen, wenn von der Sonne ein stetiger Sonnenwind ausgeht. Und schließlich war es Eugene Parker, er lebt noch. Er wird in 10 Tagen, wird er 94 Jahre alt. 1959 hat er das Wort Solar Wind geprägt. Er hat den Sonnenwind mit der magnetohydrodynamischen Theorie beschrieben und er hat vor allen Dingen festgestellt, dass die Magnetfelder in Spiralform sich um die Sonne ausbreiten. Es sind so viele Wissenschaftler, die das Ganze sich angeguckt haben. Auch moderne Wissenschaftler habe ich hier mal dargestellt. Der dritte von rechts ganz unten, Eckhard Marsh ist mein Freund, früher Professor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Wir beide schreiben zusammen ein Buch über dieses Thema. So viele Satelliten sind gebraucht worden, um das Ganze zu verstehen. Teleskope überall auf der Welt, unter anderem natürlich auch Parker Solar Probe und Solar Orbiter, aber auch das 4 Meter Deakyst-Sonnenteleskop auf Hawaii. Man braucht riesigen Spiegel für dieses Teleskop, ein Riesenteleskop wirklich, und man braucht besondere Apparaturen, praktisch in so einem optischen Labor ganz unten im Teleskop werden die ganzen Daten gesammelt und ausgewertet später. Hier kann man die Teilchengeschwindigkeit, die Temperatur der Teilchen, die Dichte der Teilchen messen, welche Geschwindigkeit sie haben. Man kann die Magnetfelder und die elektrischen Felder messen und die elektromagnetischen Wellen und vor allen Dingen die Plasmawellen, etwas ganz Neues. Es ist nicht einfach Licht, sondern es ist viel mehr. Die Methoden zur Erforschung sind vielfältig. Man guckt aus der Ferne auf etwas, man guckt in situ vor Ort auf etwas und gewinnt dann Daten mit Hilfe von Messinstrumenten und Kameras. Und computergestützt heute wertet man diese Daten dann aus, analysiert sie. Dazu braucht man natürlich Theorien, die man entwickelt. Und man braucht analytische Modellierung mit Hilfe von Gleichungen, die man auch per Hand teilweise ausrechnen kann. Oder man setzt in Computersimulationen die modernen Rechenwerke heute ein. Und man führt inzwischen auch Laborexperimente durch, weil man da viel genauer etwas erforschen kann. Die magnetisch aktive Sonne. Nun, sie besteht aus einem Inneren, sie besteht aus einer Atmosphäre und es gibt viele Prozesse, die dort ablaufen. Im Innern der Sonne wird durch Kernfusion Energie erzeugt. Durch Strahlung wird sie erstmal nach außen transportiert und im äußeren 20%, 30% Teil der Sonne, da ist plötzlich ein kompletter Übergang, da wird alles durch sogenannte Konvektionsströmungen getrieben. Da steigt warme Materie auf, sinkt kalte Materie hinunter. In 30 Tagen klappt das da, auf 200.000 Kilometer rennt das da hoch. Die Atmosphärenschichten bestehen aus der Photosphäre, die wir so sehen, wenn wir uns die Sonne angucken. Die Chromosphäre, wenn man mit bestimmten Teleskopen die Gaswolken auf der Sonne sieht. Die Transitregion, eine Region, wo die Temperatur rasant plötzlich auf Millionen Grad ansteigt, die Dichte dramatisch abnimmt. Man kennt Sonnenflecken, man kennt Protuberanzen, die im Englischen Prominences heißen. Das sind riesige Gaswolken, die manchmal wie Hecken aussehen. Flares, das sind Prozesse, bei denen gewaltige Mengen an Energie freigesetzt werden, magnetische Energien freigesetzt werden und Sonneneruptionen, wo gewaltige Mengen an Materie rausgeworfen werden. Hier sieht man mal, wie die Sonnenflecken um die Sonne laufen, am Äquator ungefähr in 25 Tagen einmal rum. Sie entwickeln sich im Laufe der Zeit. Rechts sieht man auch, wie so ein großer Sonnenfleck sich entwickelt. Er ist dunkel im Innern, weil es dort etwa 1500 Grad kühler ist als der etwa 5600 Grad warmen normalen Oberfläche. Ja, das ist die Aufnahme von dem Deakyst, Daniel K. Inouye Solar Teleskop, das ich besucht habe. Und da sieht man, was man kann 30, 40 Kilometer auf der Sonne inzwischen auflösen. Wenn man sich die Sonnenflecken anguckt mit einem Magnetogramm,
ein Magnetogramm erstellt, dann sieht man die Magnetfelder. Rot und gelb wäre so magnetischer Nordpol, grün und blau wäre magnetischer Südpol. Man sieht, wie das verteilt ist. Oben und unten auf der Hemisphäre sind die Polaritäten genau verkehrt rum. Die magnetischen Polaritäten. Man muss sich das so vorstellen, magnetische Flussröhren werden im Innern erzeugt. Die steigen so wie eine Seeschlange aus der Oberfläche raus. Und dort, wo sie rauskommen, ist es dunkel. Deshalb, weil die heiße Materie aus dem Innern schlecht in die Magnetfelder reinkommt. Und da, wo Magnetfelder sind, ist es dann etwas kühler. Links eine überlagerte Aufnahme von einer Weißlichtaufnahme aus der Oberfläche und darüber im ultravioletten Licht die Magnetfeldstrukturen. Diese Magnetfelder ändern sich im Laufe des Zyklus von 11 Jahren. Dann von 22 Jahren polt sich das Ganze auch noch um. Und außerdem gibt es einen Zyklus von 80, 90 Jahren. Alles das können Sie im Weserkurier am Dienstag von Jürgen Wendler in einem Beitrag lesen. Hier sieht man nochmal ein Magnetogramm, wenn Sie darauf achten. Da ist die Sonne abgebildet mit echten Daten. Ganz oben sehen Sie grün vor rot und unten sehen Sie rot vor grün. Dann gibt es Phasen, wo auf der Sonne wenig los ist und dann plötzlich Phasen, wo die Polaritäten verkehrt rum sind. Das heißt, wir haben einen magnetischen Zyklus, der eigentlich 22 Jahre ist. Im Innern der Sonne gibt es Strömungen, die produzieren praktisch die Magnetfelder in Dynamoprozessen und außen entstehen die Sonnenflecken. Je nachdem, wo die Magnetfelder hinlaufen und wie stark sie sind, entstehen viele oder wenige Sonnenflecken rechts abgebildet, die Anzahl der Sonnenfleckenzahlen. Im Innern gibt es differenzielle Rotation, das rotiert nicht einheitlich starr, sondern differenziell mit Differenzen. Meridionale Zirkulationen sind Zirkulationen, die gehen vom Äquator zum Pol und wieder zurück. Konvektionsströmung aufsteigend, abkühlend, runtersinkend und die Corioliskraft in einem rotierenden System verdreht alles Mögliche noch. Das Ganze ist ein Dynamoprozess, das besagt eigentlich, man macht aus Bewegungsenergie magnetische Energie. Das Ganze klappt aber nur, wenn man am Anfang schon ein kleines Magnetfeld, ein Saatfeld gehabt hat. Da kann man zum Beispiel verstehen, in der differenziell rotierenden Sonne, warum ein Magnetfeld von Pol zu Pol aufgewickelt wird, weil es wie eingefroren dem Ganzen folgt. Und wenn es durch Konvektionsströmung wieder aufsteigt und durch Corioliskraft verdreht wird, wird das ursprüngliche Magnetfeld reproduziert. Das ist im Prinzip der Dynamoprozess. Ich habe hier mal dargestellt, warum, oder an dem Bild könnte man ausführlich erklären, warum die Polarität sich alle 11 Jahre genau umkehrt. Die Oberfläche ist so von magnetischen Strukturen und Plasmawolken durchsetzt. Das ist in diesem Bild sehr schön dargestellt. Gucken Sie sich das im Detail gar nicht an. Aber wenn Sie auf die Sonnenoberfläche gucken, im sichtbaren Licht vom Hinode, vom japanischen Satelliten oder vom NASA-japanischen Satelliten von JAXA aufgenommen, sieht man sogenannte Spikulen, so Spritzer, die 60.000 gleichzeitig auf der Sonne hochschießen. Hier links ist nochmal gezeigt, wie die in der sogenannten Chromosphäre, wie diese Spikulen dort entstehen und hoch in die Transitregion und die Korona reichen. Da sieht man, wie also diese Spikulen ständig Materie und Energie nach oben transportieren. Da sind magnetische Prozesse involviert. So sieht das auf der Sonnenoberfläche aus. Ein ständig brodelnder Prozess. Ganz im Hintergrund eine riesige Gaswolke, wie eine Hecke sieht sie aus. Das ist eine Heckenprotuberanz. Und so sieht eine Heckenprotuberanz unter Umständen aus. Und diese Heckenprotuberanz wird durch Magnetfelder gestützt. Diese Magnetfelder wechselwirken miteinander und schaffen, dass komplizierte Strukturen entstehen. Jeden Tag erneuert sich die Materie in dieser Protuberanz. Aber sie lebt Wochen, Monate teilweise. Die Sonne hat ein Magnetfeld. Sie hat überall Magnetfelder, links zu sehen. Im ultravioletten Licht rechts sieht man, wie die Magnetfelder sich im Laufe der Zeit entwickeln. Dass die Sonne sehr heiß ist, das kann man unter anderem daran sehen, dass Röntgenstrahlen aussendet. Links ist eine Aufnahme der Röntgensonne, rechts sind mehrere Bilder übereinander gelegt. Da sieht man auch wieder parallel zum Äquator, wie das Ganze abläuft. Ein wichtiger Prozess für explosive Prozesse ist der magnetische Rekonnektionsprozess. Da kommen Magnetfelder zusammen, verbinden sich neu. Und wenn sie unterschiedliche Ausrichtungen haben, grün und blau, sie kommen zusammen, dann drücken sie die Materie dazwischen, die heiße Plasmamaterie zusammen. Die Materie kann nicht gut in die Magnetfelder rein, sie wird immer heißer
Und plötzlich sagt das Plasma, ey, Magnetfelder, ihr könnt durch mich durchwandern. Ihr seid gar nicht mehr wie eingefroren. Dann wandern die durch, dann löschen sich Magnetfeldstrukturen, die umgekehrt ausgerichtet sind, auf. Die Magnetfelder möchten sich ganz schnell wieder neu verbinden und fliegen nach außen weg. Und dieser Prozess ist der Prozess der magnetischen Rekonnektion. Und hier sieht man einmal, wie zum Beispiel Magnetfelder, die zusammenkommen, magnetische Rekonnektion machen können. Das sieht man dann hier, so sieht das Ganze dann in der Realität aus. Ja, und hier könnte man sich vorstellen, wie grüne Magnetfeldstrukturen mit blauen zusammenkommen. Sie sind entgegengesetzt ausgerichtet. Dort gibt es magnetische Rekonnektionsprozesse und dann gibt es sofort eine Eruption. Und da können gewaltige Mengen Materie in den Weltraum geschossen werden. Und dann sieht man, wie das in Richtung Erde fliegen kann, hier in einer Simulation. Man sieht, Magnetfelder auf der Sonne sind überall zu sehen. Über die Corona-Heizung und die Beschleunigung des Sonnenwindes. Wie gesagt, die Sonne ist heiß und der Sonnenwind wird beschleunigt. Sie kennen das von der Herdplatte, wenn Sie drauf fassen, das ist da sehr heiß. Und wenn Sie etwas höher gehen, da haben Sie überhaupt gar keine Probleme damit. Das liegt aber auch daran, dass es auf der Herdplatte 1000 Grad heiß ist und oben ist es 30 Grad heiß. Und wenn Sie auf die Sonne gucken, in der Photosphäre ist es etwa 5700 Grad Celsius heiß oder 600. In der Corona ist es unter Umständen mehrere Millionen Grad heiß in der unteren Spalte und in der unteren Zeile zu sehen. Und man sieht auch hier unten aufgetragen die Höhe und nach oben aufgetragen die Temperatur. Und man sieht, wie an einer Stelle plötzlich die Temperatur dramatisch in diesem violetten Bereich aufsteigt. Ja, und hier sieht man auch, wie warm es dort ist. Die grüne Farbe zeigt eine Linie, da ist die Temperatur 1,8 Millionen Grad und die rote Farbe zeigt an eine Linie, wo es 1,3 Millionen Grad heiß ist. Spektrallinien, die verbreitern sich, wenn es heiß wird. Oder wenn es schnell wird und beschleunigt wird, verschieben die sich. Das ist der Doppler-Effekt, den man ja auch von Polizeiautos kennt, die an einem vorbeifahren. Die Frequenzen ändern sich. So viele Mechanismen, die erklären, wie die Heizung auf der Sonnenoberfläche passiert. Die Corona geht über in den Sonnenwind. Die Corona wird geheizt, der Sonnenwind wird beschleunigt, auch immer noch wieder geheizt. Ulysses war die erste Sonde, die sich das genauer angeguckt hat. Sie hat festgestellt, dass hier oben der Sonnenwind hier ist ungefähr 800 Kilometer pro Sekunde. Hier ist ungefähr nur 300 Kilometer pro Sekunde. Die Sonnenwinde sind also unterschiedlich schnell. Und hier ist aufgetragen, wie der Aktivitätszyklus der Sonne, Anstieg der Sonnenfleckenzahl, Abfall. In der Zeit sieht man, das Ganze ist viel komplexer. Dieser Sonnenwind ist komplexer. Aber es gilt, im Äquatorbereich strömt der langsame Sonnenwind ab, in den offenen Feldlinien an den Polen der schnelle Sonnenwind. Das kann man hier auch noch mal einmal ganz gut sehen. Es gibt aber zwischendurch auch am Äquator, in der Äquatornähe, durchaus Positionen, wo der schnelle Sonnenwind wegkommt. Hier eine hochaufgelöste neue Aufnahme, wo der Sonnenwind abströmt. Man sieht auch bei einer Sonnenfinsternis die unterschiedlichen Magnetfeldstrukturen links bei einem Minimum, rechts bei einem Maximum der Aktivität. Da verändert sich das doch gewaltig. Jedenfalls kann man sagen, es gibt insgesamt, auch Eruptionen gibt es auf der Sonne, zum Beispiel fliegen da die Magnetfelder mit. Das kann man auch sehr schön auf diesem Bild hier sehen, auf diesem Film. Da sieht man, wie da eine Eruption losgeht und die hat so ein Bild von so einer alten Glühlampe. Und im Innern da drin ist das so etwas so röhrenartig aufgelöst und dort sind die Magnetfelder drin. Man kann also sagen, insgesamt gibt es einen langsamen, einen schnellen und einen durch Eruptionen ausgeübten Sonnenwind, der ganz, ganz verschiedene Eigenschaften hat. Ich habe hier mal aufgetragen, wie die Geschwindigkeit des langsamen, schnellen und des Sonnenwindes und der koronalen Masseauswürfe sich ändert. Koronale Masseauswürfe können bis zu 2000 Kilometer pro Sekunde schnell sein. Der schnelle Sonnenwind 750 Kilometer, der langsame etwa 350 Kilometer. Das mischt sich ständig durcheinander. Und bei Saturn gibt es eigentlich nur noch den langsamen Sonnenwind, der mit 350 Kilometer. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie sind auf einer rotierenden Scheibe. Sie sitzen auf einer Bank, die nach außen
rutschbar ist und sie rutschen nach draußen. Die kriegen eine immer größere Geschwindigkeit, wenn diese Scheibe rotiert. Ich bin da rausgeflogen, Sie haben es gesehen. Meine Tochter hat das gefilmt. So, und dann sieht man hier einfach, wie die Geschwindigkeiten sich addieren von der rotierenden Scheibe und dem Teilchen, was da wegfliegt. Und dann fliegt das Ganze irgendwann dann weg, ist gar nicht mehr gekoppelt an die Scheibe. Ich bin da auch weggeflogen. Und das ist für den Sonnenwind etwas ganz, ganz Wichtiges. Wie gesagt, der magnetische Sonnenwind, es ist so, dass die Magnetfelder nicht überall entscheidend sind. Sie sind in der Photosphäre, sagen die Teilchen, wo es lang geht, die Plasmamaterie. Dazwischen sagt das Magnetfeld, wo es lang geht. Und ganz außen im Sonnenwind sagen wieder die Teilchen, wo es lang geht. Die Magnetfelder sind also ganz wichtig. Wenn man sich jetzt vorstellt, statt der Rutsche hat man die Magnetfelder, die mit der Sonne mit rotieren, dann können die Teilchen sich entlang dieser Magnetfelder nach außen bewegen und fliegen dann irgendwann frei weg. Nur die Magnetfelder, weil die Sonne rotiert, verbiegen sich zu einer Spirale. Und dann fliegt einfach das Ganze, fliegt dann einfach weg. Und dann kommt diese spiralförmige Struktur. Bis dahin ist unsere Scheibe und dann von da an geht es frei nach außen und die Parker-Spirale entwickelt sich. So, und an dieser Stelle ist die Geschwindigkeit des Sonnenwindes gleich der Alphengeschwindigkeit von Hannes Alphen gefunden. Und das hat einige Bedeutungen. Hier sieht man diese alphenische Fläche. Das sind Wellen, die sind ganz entscheidend von Alphen entdeckt. Und von da an geht das so schnell nach draußen, da gibt es keine Rückkopplung mehr an die Sonne. Da formt sich die Parker-Spirale aus und der Plasma-Staudruck ist viel stärker als der magnetische Druck. Und jetzt ist natürlich eine Frage, die die Satelliten klären sollen. Ist diese Scheibe sehr klein, rotiert das Star mit, nur in einem kleinen Umfang oder bis weiter außen? Dann werden ja die Teilchen noch mehr beschleunigt, weil sie mit rumfliegen, mit dem Magnetfeld. Ja, und hier eine Aufnahme von einer Simulation mit echten Daten. Ich weiß nicht, warum die nicht klappt. Ja, so langsam kommt sie auf dem Rechner. Man sieht, diese Parker-Spirale gibt es tatsächlich. Sie ist sehr ausgedünnt, sie reicht bis Pluto. Schneller und langsamer Sonnenwind wechselwirken auch noch miteinander. Und das kann man sehen, dann gibt es plötzlich Schockfronten da. Die sind wichtig für unser Weltraumwetter auf der Erde, wenn die in Richtung Erde kommen. Man muss sagen, das ist so schwer zu erklären. Die Teilchen haben eine Temperatur. Sie bewegen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit und als Block bewegen sie sich auch noch in Form des Sonnenwindes. Es sind die Protonen, die die Sonnenwindgeschwindigkeit machen. Die Elektronen flitzen dazwischen überall rum und außerdem gibt es noch kosmische Strahlung aus dem Universum. Das Ganze ist so kompliziert mit Magnetfeldern verwoben, das ist ein Zoo von Phänomenen, der bis heute wirklich nicht verstanden ist. Ausnutzung der elektrostatischen Felder. Da gibt es die Gravitationskraft, da gibt es die Gasdruckkraft, da gibt es die magnetische Lorentzkraft, die das Ganze umformt. Allerdings muss man sagen, man kann nachweisen, dass die Magnetfelder nicht zur Erhöhung der Energie beitragen. Sie beschleunigen schon, indem sie zum Beispiel auf eine Krümmung zwingen, aber die Geschwindigkeit nimmt dadurch nicht zu. Aber überall sind elektrische Felder ganz, ganz entscheidend. Eine wichtige Sache ist das Paneke-Grosselin-Potenzial. Die Bewegungsenergie aller Teilchen ist auf der Sonnenoberfläche gleich groß. Da aber die Elektronen eine kleinere Masse haben, haben sie eine viel, viel größere Geschwindigkeit, etwa 48 mal so große Geschwindigkeit. Und deshalb können sie schneller nach außen kommen. Dann sind alle möglichen negativen Ladungen der Elektronen außen gesammelt, die positiven unten. Und dann können die Ionen praktisch, also die positiven Teilchen, schnell nach draußen beschleunigt werden. Sie müssen 600 Kilometer pro Sekunde schnell mindestens sein, um überhaupt wegzukommen. Ne? Dann gibt es Rekonnektionsprozesse, da fliegen die Teilchen nach draußen. Es gibt diesen Parker-Beschleunigungsprozess, diesen Schleudereffekt. Es gibt die Magnetfelder wirken wie Spiegel, die schicken das Ganze rein und raus und die Spiegel bewegen sich, dann wird das auch beschleunigt. Es gibt eine magnetische Driftbewegung, wenn Magnetfelder unterschiedlicher Stärke zusammenkommen. Es gibt Alphenwellenbeschleunigung, da können diese Alphenwellen zusammenstoßen, Tochterwellen bilden. Es gibt Turbulenzen, es wird aufgeheizt, Teilchen werden beschleunigt. Es gibt auch sowas, hier sieht man auch Tochterwellen entstehen überall, also alles ist voll Wellen und Magnetfeldern. Sie kennen das alle, wenn ein Surfer auf der Welle fliegt, dann beschleunigt ihn die Welle.
Sie kennen das auch, das ist die sogenannte Landau-Dämpfung, aber eigentlich Landau-Beschleunigung, dann können die Teilchen durch die Welle beschleunigt werden. Sie kennen das alle von einer Schaukel. Wenn Sie im richtigen Rhythmus das Kind schaukeln, dann wird es immer schneller, kann immer höher kommen. Und dieser Effekt ist Ionen-Zyklotron-Dämpfung. Durch Wellen passiert das, die Elektronen immer im richtigen Moment in Schwung bringen. Darüber hinaus gibt es so viele Mikroinstabilitäten, da will ich jetzt gar nicht drüber eingehen. Jedenfalls die Fragen sind, warum ist es so heiß in der Sonnenkorona? Wie überwinden die Gravitationskraft der Sonne? Und wie wird der Sonnenwind eigentlich beschleunigt? Ja, unsere Heliosphäre reicht bis ungefähr 120 Mal dem Abstand Erde-Sonne. Dort ist der Sonnenwind, der kämpft gegen den Wind von den Sternen. Dort ist unser Sonnensystem praktisch der Einfluss der Sonne beendet. Es gibt eine innere Heliosphäre, die reicht noch bis zum Mars etwa. Dann gibt es eine mittlere Heliosphäre, die reicht weit über den Neptun hinaus. Und dann gibt es schließlich eine äußere Hemisphäre. Der Kampf zwischen dem Sonnenwind und dem, was von draußen kommt, ist gewaltig. Schon innerhalb der Heliosphäre bremst, wird der Sonnenwind durch die Teilchen, die von außen kommen, abgebremst und irgendwann kommt der Sonnenwind gar nicht mehr raus. Die ersten Satelliten sind schon an dieser Grenze gewesen und haben das nachgewiesen. Man muss sich also vorstellen, der Sonnenwind macht eine Blase um unser Sonnensystem herum und die Teilchen, die von außen kommen, die kommen da gar nicht gut rein, sie fliegen außen rum. Außer die hochenergetischen Teilchen. Die können durchaus teilweise da eindringen, aber durch die Turbulenzen dort drin werden sie gestört. Sie können nicht so heftig eindringen. Und wenn die Magnetfelder der Sonne sehr stark sind, können die Teilchen gar nicht so gut reinkommen. Die Magnetfelder verhindern das ein Stück weit. Ja, der Sonnenwind hat Einfluss auf Kometen, auf Asteroiden, auf Mars, Jupiter, Mond, Erde, also auf all diese Objekte. Es gibt auf der Sonne Eruptionen. Und der Sonnenwind prägt sozusagen die Umgebung unserer Magnetosphäre. Die Sonne produziert sozusagen auch den Magnetosphärenschweif, der bis weit über den Mond hinausreicht. Und die Astronauten müssen aufpassen, wenn sie gerade mal mit dem Mond durch die Magnetosphäre durchgehen. Wenn da magnetische Rekonnektionsprozesse sind, könnte gefährlich werden. Und dann diese magnetischen Rekonnektionsprozesse im Schweif sind es, die Polarlichter erzeugen. Außer Polarlichter werden natürlich auch die Kometenschweife durch diesen Sonnenwind geprägt. Und Mond, Mars, überall gibt es Einflüsse des Sonnenwindes. Auf die gewaltigen Magnetfelder der äußeren Planeten natürlich auch. Zum Beispiel die Ladungszone in der Strahlungszone in der Umgebung von Jupiter. Und unten sieht man, wie der Sonnenwind die Magnetosphäre vom Jupiter so weit ausdehnt, das ist das größte Objekt in unserem Sonnensystem, bis zur Bahn vom Saturn. Ja, und natürlich hat das Ganze auch Einfluss auf unsere Erde, auf alle möglichen technischen Einrichtungen. Ich will da im Detail nicht drauf eingehen, da stand heute in der Zeitung im Weserkurier was ein bisschen auf der Kinderseite. Also es gibt so viele Eigenschaften des Sonnenwindes, bis hin, dass technische Einrichtungen beeinträchtigt werden und auch, dass die Gesundheit von Lebewesen durchaus dadurch beeinträchtigt werden kann. Sie erzeugen halt auch Polarlichter und sie bestimmen unter Umständen auch das Erdklima. Da halte ich am Dienstag einen kleinen Vortrag drüber. Parker Solar Probe und Solar Orbiter. Das sind die zwei Satelliten, die jetzt gestartet sind und sie kommen sehr nah ran. Eine astronomische Einheit ist die Entfernung Erde-Sonne. Sie kommen bis auf Parker Solar Probe, bis auf 10 Radien ran, Sonnenradien. Solar Orbiter allerdings nur auf 60. Helios ist schon vor 70 Jahren, mein Freund war damals der Gründungsvater von Helios. Die kommt bis auf 0,3 astronomische Einheiten ran. Bepi Colombo ist auf dem Weg zum Merkur. Und die fliegen um die Sonne herum, versuchen immer näher ranzukommen. Und Solar Orbiter, das Besondere ist, dass sie auch von der Ekliptik, von der Ebene, in der unsere Planeten umlaufen, nach oben steigt und von dort aus auch Blick auf die Sonne auf die Pole der Sonne haben. Und dort versteht man die magnetischen Dynamoprozesse. Hier ist eingetragen, wo die Satelliten gerade sind, mit welcher Geschwindigkeit sie gerade fliegen. Parker Solar Probe wird eine Geschwindigkeit von 180 Kilometer pro Sekunde erreichen. Das ist schneller als der Sonnenwind in der Umgebung, wo er den Sonnenwindgeschwindigkeit misst. Also gewaltige Geschwindigkeiten. So viele Leute waren da, ich will das nochmal kurz zurückgehen, so viele Leute haben da mitgemacht am Anfang.
Die Fragen sind, was sind die Quellen des Sonnenwindes, wie wird er beschleunigt, welche Mechanismen sind verantwortlich und gibt es eigentlich Staub in der Umgebung der Sonne? Es gibt Messinstrumente, die vor Ort sich das angucken, Teilchengeschwindigkeit, Temperaturen und welche, die das von Ferne beobachten. Hier so ein paar Bilder von diesem Whisper. Hier sieht man, das war zu viel. Hier sieht man also einmal die Instrumente von Parker Solar Probe. Und hier sieht man, wie das Ganze aussieht für Solar Orbiter, also relativ kompliziert. Das war eine kleine Crew, die beim Start da war, in der Mitte Günther Hasinger, der ESA-Chef. Mein Freund Eckert war auch beim Start dabei. Die gleichen Fragen eigentlich, was treibt den Sonnenwind, die Eruptionen und wie entstehen die Magnetfelder zusätzlich? Und es gibt viele In-Situ-Messinstrumente, es gibt sehr viele Fernbeobachtungsinstrumente und das Ganze ist hochkompliziert. Und wieder die Frage, wie kommen diese Satelliten dahin? Und da braucht man halt starke Raketen und man muss Venustransit ausnutzen, um dahin zu kommen. Neue Erkenntnisse und ungelöste Rätsel. Also Switchback ist der neue Schlagwort, das heißt so etwas wie Kehrung. Das Magnetfeld kehrt sich überraschenderweise in seine Richtung plötzlich um. Campfires, das sind Lagerfeuer. Plötzlich beobachtet man sehr kleine Strukturen auf der Sonne, die hell leuchten, die man in Teilen vorher allerdings auch schon gesehen hat. Auch die Switchbacks hat mein Freund schon beobachtet. Links oben ist dieses White Field Imager, das Aufnahmen macht. Und zwar mit zwei Kameras guckt sie sich die Sonnenatmosphäre, die Corona und die Umgebung, die Heliosphäre an, Teleskop 1, Teleskop 2 und dann fliegt sie näher ran und dann sieht man, wie man fast an die Sonne rankommt und sich den Sonnenwind angucken kann. Eine erste Aufnahme von diesem Sonnenwind, links ist der Merkur zu sehen und rechts, kennen Sie das Objekt? Ich vergrößere es Ihnen mal, man kann es nicht gut sehen, ich vergrößere es Ihnen noch mal weiter. Das ist unsere Erde, damals größte Entfernung, die beobachtet. Und hier sieht man ein paar Planeten. Hier sieht man Whisper, dieses Instrument, was die ganzen Planeten dort sehen kann. Und hier sieht man einfach mal, welche Planeten auf dem Bild drauf sind. Und hier fliegt er an Venus vorbei. Das ist eine Aufnahme. Übrigens diese Leuchtspuren, das sind Staubpartikel, die da lang fliegen. Und man kann erklären, wie der rote Pfeil V1 nach dem Venustransit V2 kleiner ist und in eine andere Richtung reicht. Das heißt, man kommt durch solche Venustransits, die wiederholt werden, näher ran. Man kann dann auch den Staub bei diesem Vorbeigang sehen. Das ist der Staubring entlang des Venusorbits. Und da sieht man auch wieder die Milchstraße, die Erde, Venus und Merkur. Und wenn die dabei vorbeifliegen, zum Beispiel eine Venusatmosphäre, dann hört man die ganzen Wellen. Die kann man sich anhören und hat so eine Idee, was dort alles für komplizierte Prozesse ablaufen. Insgesamt erwartet man dort eine ganze Menge von Wellen, ganz unterschiedliche Wellen. 10, 20, 30 verschiedene Wellentypen, die man im Detail analysiert. Sogenannte Plasmawellen. Hier sind Aufnahmen von Whisper 2019, 2020, inzwischen gibt es neuere. Das alles ist in einem Zeitalter, wo nichts auf der Sonne los war. Also das wird demnächst viel, viel spannender werden. Hier ist mal eine Aufnahme. Das Problem ist, man sieht überall diese Striche, das sind Staubfetzen, die von dem Hitzeschutzschild, der muss 1400 Grad abhalten, abfliegen und das ganze Bild natürlich dann auch stören. Alles sehr, sehr kompliziert. Man sieht hier übrigens eine Staubspur. Im Dezember kann man hier ein Gemini-Meteorschauer beobachten. Ja, und das kann auch Whisper sich angucken. Und dann diese Switchbacks, wie gesagt, Kehrtwendung im Magnetfeld. Und muss man sich vorstellen, dass Parker Solar Probe dort durchfliegt und so misst, dass plötzlich die Magnetfelder sich umkehren in der Richtung und auch die Temperaturen sich dort ändern. Hier sieht man erste Daten davon, wie plötzlich das Magnetfeld hier sich in der Richtung minus 50 auf fast plus 50 umkehrt. Also plötzlich eine Umkehrung. Wie kann man das erklären? Hat die NASA mal kurz so reingesetzt ins Internet. Kann ja niemand verstehen. Ich habe es mal versucht aufzubereiten. Die Sonne ist so turbulent vermixt. Da gibt es geschlossene Feldlinien, offene Feldlinien. Und wenn die zusammenkommen, dann gibt es magnetische Rekonnektionen. Und dann fliegt das Ganze nach oben weg. Und wenn Parker Solar Probe, hier PSP genannt, da durchfliegt, sieht es natürlich nacheinander verschiedene Ausrichtungen der Weltlinien. Es könnte auch turbulent verwirbelt sein. Dann würde auch Parker Solar Probe
diese Switchbacks sozusagen messen. Oder der langsame und der schnelle Sonnenwind kommen turbulent durcheinander. Ja, auch dann wird Parker Solar Probe Änderungen der Ausrichtung sehen. Oder der schnelle Sonnenwind ist tiefer gelagert. Die Sonne dreht sich und geht unter den langsamen Sonnenwind durch, hebt die Magnetfelder an. Auch dann würde Parker Solar Probe so etwas sehen. Oder die Sonne ist so turbulent durchmischt, dann kann es auch mal passieren, dass Magnetfelder gestört werden. Und diese Störungen, die können sich nach außen ausbreiten und verändern sich. Und dann können sie von Parker Solar Probe auch gemessen werden. Also eine Fülle von möglichen Prozessen, die das machen. Es ist veröffentlicht worden und man kann im Netz die ganzen Artikel, die neuen Artikel nachlesen. Man hat eine ganze Menge schon herausgefunden, unter anderem, dass es der Staub in der Nähe der Sonne tatsächlich sehr viel kleiner geworden ist. Man kann hochenergetische Partikel messen, die gefährlich sind, natürlich für die Astronauten. Hier sind Messdaten von Parker Solar Probe. Hier auch, das könnte für Astronauten einfach sehr gefährlich sein. Solar Orbiter hat auch diese hochenergetischen Partikel gemessen, hat noch vieles andere gemessen. Das ist alles noch ein bisschen am Anfang. Tja, Parker Solar Probe links und Solar Orbiter rechts, die gucken die Planeten an mit ihren Kameras. Ja, und dann können Sie sogar Eruptionen beobachten, Solar Orbiter. Ist nicht sehr spektakulär, das kann man heute viel besser eigentlich. Aber immerhin, da hat man so einiges, was man mit verschiedenen Kameras dann sich auch anguckt. Und hier sieht man dann auch plötzlich, wie das Ganze weiter außen sich als solare Eruption entwickelt. Na, wollen wir nicht weiter? Offensichtlich nicht. Okay, ja, die Campfires, ja, da hat man inzwischen schöne Aufnahmen gemacht. Da sieht man hier mal ein paar Aufnahmen von diesen Campfires. Und man hat inzwischen Simulationsrechnungen dazu gemacht. Links sind Magnetogramme, schwarz Nord, weiß Südpol. Und man sieht die roten Aufhellungen. Dort würde das, diese Lichtblitze, diese Lagerfeuer entstehen. Rechts sieht man das nochmal. So würde man das beobachten. Aber es sind Simulationsrechnungen. Man kann auch sehen, wie in diesen Simulationsrechnungen die Magnetfelder miteinander wechselwirken und magnetische Rekonnektionsprozesse diese Aufhellungen treiben. Eine Simulationsrechnung früher gemacht von einer solaren Eruption, da kann man sich vorstellen, was Turbulentes alles in der Sonnenatmosphäre passiert. Auch das ist inzwischen dargestellt im Internet. Kometen sind wichtig, der Sonnenwind bläst ab und es gibt überall solare Eruptionen. Und die erzeugen bei uns die Polarlichter. Alexander Gerz hat schöne Aufnahmen von diesen Polarlichtern gemacht. Da will er nicht. Doch, jetzt will er. Sehr langsam. Mache ich mal weiter. Und natürlich, die Kometen sind auch hoch aufgelöst teilweise zu beobachten. Was ich faszinierend daran finde, natürlich, das weiß man schon bei mir, dass die Magnetfelder so kompliziert sind. Ich habe hier mal künstlerisch zwei Bilder übereinander gelegt von Miloslav Druckmüller. Also Magnetfelder spielen überall eine wichtige Rolle. Wenn Sie das Ganze lesen, nachlesen wollen, auf meiner Homepage steht einiges dazu. Zum Beispiel eine Inhaltsangabe auf dieser Seite. Oder ich habe mit Eckart zusammen jetzt zwei Artikel geschrieben. Ausführlich berichten wir darüber, kann man im Internet finden. Und das ist so unser Plan, magnetisches Sonnensystem, solare Eruptionen, Winde und das Weltraumwetter. Ja, und Eckart Marsch links unten zu sehen, wo er die Alfen-Medaille bekommt im Jahr 2000. Rechts einer seiner jungen Mitarbeiter von früher, der jetzt das Projekt Sciences von Solar Orbiter ist. Links oben Gene Parker, ich habe ihn das letzte Mal vor 10 Jahren getroffen. Und Nicola Fuchs von der NASA und rechts bin ich zusammen mit den Parker Solar Probe-Leuten. Parker, der rechts ist Nureddin Rawafi und links Angelos Volidas. Das sind Projekt-Scientists für das ganze Projekt, beziehungsweise links für die Whisper, für die Kamera. Das war's. Ich habe Sie ein bisschen überfordert in der Zeit. Es tut mir wieder mal leid. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen sonnigen Tag noch. Dankeschön. Applaus